Mein Name ist Martin Herringknecht, mein Hobby ist Tunnelbau. Ich bin CEO bei der Herringknecht AG und probiere so viel als möglich Tunnel zu bohren weltweit. Tief im Berg. Der Durchbruch. Mitten durch den Gotthard. Der weltweit längste Eisenbahntunnel. Wenn Sie dann mal Gelegenheit haben, im Berg drin zu sein, über Nacht, da knischt es, das kracht, da merken Sie der Druck, der dann praktisch hier vom Gebirge herrscht. Das ist schon faszinierend. Du kannst nur eine Richtung vorwärts gehen. Und kannst kein Looping machen, sondern es gibt nur eine Richtung vorwärts oder aufgeben. Das Unternehmen von Martin Herringknecht. Weltweit die Nummer 1 bei Tunnelbohrmaschinen. Jede ein Unikat. Für die wohl härteste Aufgabe der Welt. Wenn du jetzt durch die Alpen fährst und dann denkst, da bohren wir ein 10 Meter Loch durch dieses Granit, dann erst realisierst du, wie der Mensch mit der Natur fighten muss und wie der Mensch trotz alledem ein relativ kleiner Pimpf ist gegenüber die Natur. Also da kommst du dann schon als kleines Rädchen vor. Klein war nie seine Dimension. Chef wollte er sein, schon immer. Den ersten Kredit bekommt er von seiner Mutter, 25.000 Mark. Damals 1977, als alles anfängt. Ich habe immer geträumt, dass ich mich einmal selbstständig mache. Entweder Bauingenieur oder Maschinenbau. Hat mich fasziniert. Wenn mir meine Mutter nicht die 25.000 gegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt. Meine Mutter, die war hundertprozentig überzeugt, sonst hätten wir das nicht gepackt. Jeder Tunnel fordert das Know-how der Ingenieure. Ob klein für Wasser und Strom oder knapp 18 Meter Durchmesser für U-Bahnen und Autobahnen. Immer ist alles anders. Immer bereit für Neues. Wenn Sie dann unter dem Bosporus stehen und auf der Seite stehen, ins Tunnel reinfahren und wissen, die großen Schiffe fahren drüber, das Gewicht lastet ja auf dem Tunnel nachher und dann das wasserdicht zu bauen, ist schon eine Challenge. Jede Maschine eine Innovation. 5000 Mitarbeiter gestalten immer die beste Lösung. Mit der LBBW als Partner gestaltet Herringknecht Zukunft. Ich glaube, wir müssen noch viele Tunnel bauen. Wenn Sie die Urbanisierung anschauen, dann die Verkehrsdichte anschauen. Ich glaube, es fängt erst richtig an. Die Städte werden mehr durch U-Bahnen nachher erschlossen, durch Kabeltunnel erschlossen, durch Elektrokabel, Gas, Wasserleitungen, Abwasser. Das fängt erst richtig an. Martin Herringknecht. Für ihn gibt es kein Zurück. Nicht im Berg, nicht im Unternehmen und nicht in seinem Kopf. Meine Philosophie ist, denke positiv. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft. Das haben wir relativ schon früh entdeckt. Und ich glaube, das ist auch das Richtige. Weil wenn du negativ denkst, ist immer schlecht. Meine Frau ist Kolumbianerin. Sie hat gesagt, morgen ist ein anderer Tag. Vergiss, was gestern war. Und ich glaube, so eine Philosophie, denke positiv. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft, passt auch heute wieder rein. Bereit für Neues.